So, ist ja erstaunlich, dass ich jetzt so ein Video mache, weil ich mag das ja eigentlich nicht mit dem Schießen. Und aber es gibt natürlich Gründe, wann man nicht drumherum kommt. Ja, also auf jeden Fall sollte man darüber Bescheid wissen, wie es funktioniert. Nicht nur im wirklichen Leben, sondern natürlich auch im Spiel. Und naja, es gibt immer wieder so Server, wo man dann eben statt Roleplay auch mal ein bisschen einfach nur abgeknallt wird. Und damit man sich dann anschließend entsprechend revanchieren kann, kann man sich hier verschiedene Methoden einfallen lassen. Und dazu soll jetzt dieses Video dienen. Also es ist eigentlich mehr ein Video für Guerillakämpfer, für passiven Widerstand, für Bürgerwehr, für naja, also jedenfalls auch ein bisschen was für einen passiven Widerstand, der dann auch mal aktiv wird und zwar mehr als Demonstrationen machen, sondern dem Feind, dem Volksfeind, wenn man so will, oder dem, naja, wie auch immer, Widersacher mal zeigen, wo die Hake langläuft. Das mache ich natürlich jetzt hier nicht als Video, damit die Leute glauben, dass ich das anwende, sondern das mache ich nur dann, wenn wirklich es sonst keinen Sinn mehr macht, ja. Aber leider kommt das vor. So, also Ballistik ist natürlich eine Geschichte, da werde ich gleich noch ein bisschen Theorie zu machen. Trotzdem, zunächst einmal ein einfacher Versuch und der Versuch läuft darauf hinaus, wie kann ich eine maximale Reichweite erzielen? Und da gibt es natürlich entsprechende Kurven, Scharen, so Diskussionen darüber, wie weit so ein Ding fliegt. Und wie runterkommt natürlich, klar. Ne? Und das kann natürlich jetzt, sagen wir mal, so ganz flach gehen oder man kann nach oben schießen. Ne? Also so oder so. Und dazwischen natürlich auch. Und ist natürlich die Frage, was ist das Beste? Naja, für die maximale Reichweite sind, ne, die Hand ein bisschen drehen. Ich muss ein bisschen trainieren, glaube ich. So, 45 Grad ist sozusagen der Winkel, in dem das Geschoss am weitesten fliegen kann. Und das kann man sich natürlich auf verschiedene Art und Weise zunutze machen. Und zwar kann man ja, wie gesagt, einmal flach schießen, das ist quasi der Direktschuss. Und dann kann man steil schießen, da kommt man dann gleich zu, wofür das gut ist. Aber ich will erst mal zeigen, wie man mit 45 Grad weit schießen kann. Und Voraussetzung ist dafür, dass man weiß, was 45 Grad sind im Spiel. Leider ist es so, dass wir kein Winkelmesser haben, für nach oben zu schießen, sondern diese Zielfernrohr. Ich zeige das mal hier eben kurz in-game hier, oder in-game, das ist ja diese Versuchsoberfläche. Man kann jetzt da reingucken, hat ja in diesem Zielteil diese verschiedenen Linien da und fängt also oben bei 1 an, das sind 100 Meter, dann kommen 150, 200 Meter und dann unten 500 Meter und dann hört es unten auf. Das ist leider blöd. Und deswegen muss man sich ein bisschen behelfen, aber sind wir ja nicht doof, kriegen wir hin. Also erstmal, das ist so eine Art logarithmische, ja, sagen wir mal, Skalierung, wenn man so will. Das heißt, ich zeige mal ganz kurz, was ich meine. Also wenn jetzt hier, sagen wir mal, 300 sind, und dann sind 400 ist ein bisschen weit und dann 500 ist schon wieder ein bisschen näher. Dann ist 600 wieder noch ein bisschen näher, ne? Und 700 nochmal und 800 und 900 und 1000 oder so. Also, aber ihr seht, das ist schwierig. Also jetzt unabhängig vom Schwanken drauf und runter, das kriegen wir gleich noch geregelt. Aber es ist schwierig, das zu schätzen, wie weit das ist, weil eben diese Skalierung da ja, einem keine Chance gibt. Deshalb muss man so andere Sachen sich einfallen lassen. Und zwar, also erstmal muss man sich darüber im Klaren sein, jeder Schuss, den man macht, Fernschuss, den man macht, der unterliegt natürlich einerseits der persönlichen eigenen Ungenauigkeit beim Schießen, der unterliegt vor allen Dingen aber auch einer gewissen randomartigen, ja, Streubreite, wenn man so will. Also wenn man jetzt mal hier so das Gesichtsfeld, was man hier so sieht, hier unten, ne, dieses helle da, das ist quasi in der Mitte, ne, wäre dann also so, oh, was, ne, in der Mitte wäre das, was man eigentlich anzielt, so sagen wir bei 200 Meter oder so, ja. Aber tatsächlich landet das Ding drumherum, also sagen wir mal in so einem Bereich von 3, 5, 7 Meter. Und umso weiter weg, umso größer ist diese, sagen wir mal, Fläche, auf der das Geschoss tatsächlich aufprallen kann. Das hat Vor- und Nachteile. Aber mit den Vorteilen kommen wir gleich. Also wir reden jetzt hier nicht nur über die Möglichkeit, ein Geschoss in das Ziel zu lenken, sondern auch über Strategien im Krieg, und zwar mit Geschossen. Aber
Gleich. So, also jetzt haben wir ja so uns überlegt, das ist also ein bisschen schwierig. Und deswegen gehe ich nochmal in diese Third-Person-Situation, weil man halt, wenn man Fernschüsse machen will, das nicht so einfach hinkriegt und diesen 45-Grad-Winkel nicht geregelt kriegt, muss man sich behelfen. Und zwar muss man etwas finden, was so ungefähr 45 Grad von einer Position entfernt ist. Und zusätzlich muss man da noch vorbeischießen können. So, jetzt habe ich da hinten, sehe ich, da hinten sind solche Würfel. Ne? Das sind solche, das ist so eine Testwelt hier. Das sind solche Würfel, da habe ich das mal versucht. Da kann ich aber im Knien, aber wenn ich da so knie, nicht nah genug an den Würfel ran oder tief genug, so dass ich diesen 45-Grad-Winkel erreichen kann. Das geht da nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mal so einen Panzer, stelle mich daneben und leider kann ich auch die Perspektive hier nicht ganz genau machen. Aber guck mal. Wenn ich jetzt hier quasi oben über die Kante von dem Panzer rüber ziele, dann habe ich von der Position, wo ich da ungefähr bin, vielleicht noch ein paar Zentimeter vor, sagen wir so, dann kann ich da rüber schießen. Und wenn ich da drüber schieße, dann habe ich 45 Grad. So, über den Daumen. Das heißt, dann habe ich maximale Reichweite. Und das kann ich natürlich mit jedem Baum und jedem Strauch und jedem Schuppen und sonst was irgendwie machen. Gut, also wie es dann in der Wirklichkeit, in der Praxis aussieht, gucken wir dann gleich. Ne? So, also jetzt machen wir erstmal einmal so einen Schuss hier oben drüber. Mal gucken, wo ist denn hier der Panzer zu Ende? Da, alles durch, da, so, da oben drüber. Dann machen wir mal einfach hier und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier. Wir machen mal maximale Reichweite hier, und zwar messen wir mit dem oberen Kreuz, das ist quasi wie geradeaus schießen, ja. Und genau das machen wir ja, denn wir wollen ja jetzt nicht zu den 45 Grad noch was hinzufügen, was ja noch mehr wäre. Das machen wir natürlich genau nicht. Sondern wir schießen es so gerade mal eben drüber und schauen mal, ob er das hinkriegt. Warum kann er das nicht? Muss man mal laden, das Ding. Okay, ja, also irgendwie habe ich da mit der Munition das nicht hingekriegt. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht wirklich das Problem. Wir werden nämlich das Ganze auch noch im Innerspiel eben ausprobieren. Dann haben wir leider diese Leuchtspurmunition da nicht, diese schönen Linien, die wir jetzt gleich hier sehen. Und gut, aber vom Prinzip her kommen wir da noch mal drauf zurück. Also wie gesagt, der Raketenwerfer ist eine ganz spezielle Waffe und das gilt auch für andere sehr stark zerstörende Geschosse. Aber wie gesagt, das machen wir gleich nochmal. Das machen wir erstmal hier prinzipiell, damit ihr das erkennt, den Cut. Ich habe also jetzt hier, wenn ihr das seht, ich habe das also hier mal links jetzt drauf. Ne? So, und das ist natürlich jetzt so eine Sache, weil da muss man ja sehr, sehr weit mit schießen können. Und auch das hier ist natürlich der Sinn der Sache. Jetzt wollen wir mal gucken. Ihr seht, ich habe jetzt ungefähr so einen Winkel von 45 Grad hier. Ne? Das kann man so ein bisschen schlecht erkennen, aber ich hoffe, und jetzt gehe ich nochmal in das Visier. Na. So, jetzt habe ich hier genau zwischen dem Panzerrohr hier oben und dem Kanonenrohr hier oben und dem Panzer selber schieße ich jetzt durch. Ich habe die Entfernung jetzt hier mit der mit der Bildauf- und Bildabtaste, wenn ihr hier oben rechts das seht, auf ganz klein gestellt. Mehr kleiner geht es nicht. Ne? Also insofern haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Anschlag zu dem Winkel hinzu. Das ist eben halt nicht genau. Man wird sich da noch gleich, werden wir sehen, wie wir das noch besser hinkriegen. Aber gut. So, jetzt machen wir einfach mal einen Schuss und wollen wir mal gucken. Das hat er geschossen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben jetzt von der Seite gucken. Jetzt habt ihr hier, ihr seht diese rote Linie hier. Diese rote Linie, die ist jetzt sozusagen verantwortlich dafür, wie die Pistolkugel, die Gewehrkugel geflogen ist. Ne? Jetzt machen wir aber genau das gleiche nochmal in zwei andere, in eine andere Richtung und dann zwei, dreimal ohne großartig das Gewehr zu bewegen, damit ihr erkennt, wie ungenau das ist auf lange Entfernung. Auf gerade Entfernung kann man sehr, sehr gut schießen. Aber gerade Entfernung kann jeder schießen. Ne? Also und direkt. Ja? Also das ist wie beim Autofahren, geradeaus fahren oder beim Boot fahren. Ne? Immer geradeaus fahren kann jeder. Aber rückwärts einparken mit dem Anhänger oder beim Boot fahren, sagen wir mal, in einem engen Hafenbecken zu manövrieren, ohne anzuecken. Ne? Das sind so kleine Feinheiten. Und das ist hier bei der Waffe ganz genauso. Also wie gesagt, ich gehe nochmal hier drauf. Guck nochmal, wo ist das Kanonenrohr da oben, irgendwo muss es sein. Ups, wo ist das Kanonenrohr? Ne, haben wir das Kanonenrohr jetzt hier irgendwie? Da ist das Kanonenrohr. Aber jetzt schieße ich mal absichtlich hier hinten, da drüber, damit man möglichst genau immer das Gleiche hat. Versuche ich jetzt mal hier sozusagen die Waffe darauf auszurichten, dass die in der Mitte ungefähr ist. Und hier oben, ihr seht da so ein Fadenkreuz. So, und jetzt wollen wir mal. Ja, hör auf zu wackeln hier. Ein bisschen Luft holen, damit er wieder Luft hat. So, und jetzt haben wir mal.
Ups. Ein Schuss. Das müsste man nochmal nachzielen oder nachrichten, wie das so schön heißt. Das müsste ich jetzt eigentlich auch machen, aber das machen wir jetzt nicht, weil die Waffe verreist ja. Normalerweise sagt man, man schießt auf einen Punkt und dann verreist er die Waffe und dann muss man das aber trotzdem wieder hinkriegen, damit man erstens sieht, ob man was getroffen hat und zweitens, damit also die Führung der Waffe besser wird. Also da gibt es so verschiedene Tricks und Tipps. Na gut. So, und jetzt versuchen wir den gleichen Schuss nochmal. Ja, und das, wir machen noch zwei, drei Mal, also, dann kann man gucken, dass das Magazin leer ist. Da haben wir so eine gewisse Streubandbreite. Da, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Mal gucken. Ja, also so ganz genau ist es nicht. Das ist eben auch immer, na gut, wackelt man halt hin und her und so. Ne? Also auf dem, es ist sicherlich möglich, hier innerhalb des Spiels noch viel präziser zu arbeiten, als ich das jetzt hier mache. Aber ja, das Magazin ist leer, da seht ihr in der Mitte. So, aber man muss ganz klar sagen, das ist ja, handwerklich eine Übungssache und meine Maus ist jetzt nicht eine super Gamer-Maus, das ist eine ganz normale Büromaus. Ja? Also ein Mäuschen hat man halt im Büro, ne? Manche machen Kaffee und die macht die halt schießen jetzt, ne? Hat sie als Auftrag gekriegt. So, aber jetzt stehen wir mal auf, gucken uns den ganzen Kram an, machen uns das mal wieder als Third Person und tun mal das. Die Knarre mal weg, wenn das hier geht. Irgendwie, keine Ahnung, wie man die jetzt wegkriegt. Ist auch egal. Gut, die gehen wir mal so durch die Gegend. Habe ich das jetzt? Das laufen wir mal durch die Gegend. Genau, sollen wir mal gucken. Ihr seht also jetzt hier. Was ist das jetzt hier? Einer von. Guck mal hier. Einer von den Kugeln ist an den Panzerdingesbums dran geschossen und ist davon gespiegelt worden. Also wie gesagt, die Simulation hier im Spiel ist sehr, sehr gut. Ne? Und ist dann hier unten gelandet. Aber das ist jetzt so ein Ausrutscher, der interessiert uns nicht. Der erste, der uns interessiert, ist dieser ganz rechts hier. Der ist sozusagen am weitesten geflogen. Und dann haben wir hier hinten die Kurvenschar, die links davon ist. Wo wir dann so ein paar Mal geschossen haben. Jetzt gehen wir mal dahin. Das Problem ist, dass da hingehen dauert ein bisschen, weil es halt weiter ist. Und da tue ich euch jetzt nicht das an, da mit mir zu laufen, sondern dann mache ich jetzt einen Cut und dann sehen wir es dann, wenn ich dann da bin. Ne? Bis dann. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen am Ende angekommen. Von meinem Latein, sage ich mal so. Oder Chinesisch haben wir heute am meisten. Oder so. Auf jeden Fall, ich bin hier quasi gelaufen und gelaufen und gelaufen. Am Ende hier hören diese Linien einfach auf. Ich hatte eigentlich, es gibt so ein Video, habe ich mal irgendwo gesehen, da gehen die dann weiter bis hinten auf den Boden. Dann werden die also von Rot über Blau nach Weiß oder so. Und das Weiß ist dann irgendwie am Ende. Ja. Aber das hier tut mir gar nicht den Gefallen. Hier ist gar keine weiße Linie. Die hört dann einfach, die blaue Linie hört irgendwann auf. Dass ich kann gar nicht sehen, wie weit jetzt tatsächlich das Geschoss hier hinten geflogen ist oder ich mache was falsch, kann ja auch sein. So, aber das ist jetzt doof gelaufen, macht aber nichts vom Prinzip, welche euch trotzdem natürlich jetzt auch erklären, wie es weitergeht. Ihr seht hier hinten, das ist ein bisschen schwer zu sehen, weil es mittlerweile so weit weg ist. Da kommt ja die rote Linie an. Und jetzt gucken wir mal, jetzt sind wir natürlich noch nicht am Ende. Ich sag mal, vielleicht sind wir jetzt zwei Drittel des Weges oder sowas, ja. Und jetzt messe ich mal einfach, wie weit das ist, wenn ich da mein Messer bei habe. Ich meine aber ja. Mal gucken, ja, da hat er irgendwie sowas, gucken wir mal da durch. So, so, mal gucken. Da hinten, ne, sind wir hier bei, naja, das sind 800 Meter. Das ist jetzt keine ganz große Geschichte, ja, also 800 Meter ist gar nichts. Aber ihr seht, auf die Art und Weise fliegen halt die Geschosse. Und jetzt gehen wir wieder zurück, das dauert wieder ein bisschen. Dann zeige ich auch noch das eine oder andere, was man dazu denken kann. Also, ich werde das auch gleich nochmal im Ingame richtig machen, damit ihr dann seht, wie das sich auswirken kann. Also, wie gesagt, 45 Grad ist der Winkel, den man eben braucht, um am weitesten zu schießen. Und das ist manchmal ganz wichtig. Aber wie gesagt, jetzt machen wir mal Cut. Gehen wir wieder zurück hinten zu diesen Panzerdingern und was da sonst alle rumstand. Und dann zeige ich euch das eine oder andere sonst noch. So, liebe Zuschauer, ich habe das Ganze jetzt mal hier ins Spiel verlegt. Weil diese virtuelle Welt da, dieses Graue, hat leider ja nicht das gebracht, was ich mir vorgestellt habe. Man kann dann diese schönen Schussbahnen nicht sehen. Und also widmen wir uns lieber gleich der Praxis. Und zwar habe ich hier unten ein kleines, naja, Besiedlungsteil,
Das kenne ich von so Mitspielern, die haben das ausgebaut zu einer kleinen Burg und das finde ich ganz toll, weil es hat also strategisch Vorteile. Ihr seht, es liegt hier in einer sehr flachen Landschaft und man denkt ja immer, auf dem Hügel oben ist es gut als Burgherr. Ja? Das mag zwar sein, aber in Zeiten von Fernwaffen ist das also deswegen ungünstig, weil man ja auf dem Nachbarberg den Feind wieder kann. Er guckt so eben über die Kuppe rüber, schießt dann und dann hat man natürlich auf dem anderen Berg auch immer ein Problem. Warum, ist ganz klar, kommen wir gleich zu. Selbst wenn man auf dem höchsten Berg drauf ist, hilft einem das nämlich nicht. Insofern ist also diese Überlegung sehr, sehr strategisch günstig zu sagen, ja gut, wenn schon, nicht auf dem Hügel, dann ja wo? Ja, auf einer Stelle, wo man den Feind weit, weit, weit sehen kann. Auf Deutsch wenig Bäume, das ist hier der Fall, flache Landschaft und dadurch kann man auch noch, wenn man da entsprechende Seitenbefestigung hat, das schauen wir uns jetzt mal kurz an hier, Seitenbefestigung hat, dann kann man da natürlich entsprechend sich hinter verschanzen. Also das haben die ausgebaut, das hier ist das Original, die haben das selber ausgebaut, vielleicht darf ich euch das auch nochmal zeigen, aber vom Prinzip her kann man sich hinter den Mauern, wenn die was höher sind, die Mauern hier gut verstecken. Aber ich habe jetzt hier, das werden wir sehen, jetzt hier mal reinfliegen. Hier müsste eigentlich irgendwo mal ein Heli sein. Da unten ist ein Heli, ne, seht ihr hier. Und eigentlich sollten hier noch mehr Helis sein, haben sich aber irgendwie nicht gespawnt. Keine Ahnung warum, macht aber nichts. Entscheidend ist, dass da einer drin ist und was wir machen wollen, ist also folgendes, wir fliegen jetzt mal wieder zurück. Wir wollen mal gucken, ob wir hier diese Stellung in irgendeiner Weise treffen können. Ich habe da einen Waypoint markiert, so dass wir da auf jeden Fall die Entfernung ungefähr wissen. Unterwegs habe ich hier auch noch ein paar verschiedene Helikopter stehen, seht ihr, damit man also da auch mal noch ein bisschen üben kann. Und jetzt mache ich mal kurz einen Cut, dass wir uns in Stellung setzen. So, und direkt weiter. Wir sind gerade gelandet hier an unserer Stelle, wo wir vorher waren. Hier vorne habe ich noch ein Pickup hingestellt und vor allem habe ich hier mehr so ein paar von diesen Raketenwerfern besorgt und da werden wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen von Gebrauch machen. Ich zeige euch mal ganz kurz die Karte. Das heißt, nee, die Karte nicht. Ich wollte den Waypoint da hinten, kann man den sehen. Das sind 596 Meter. Das ist also nicht zu weit, aber es ist schon ein bisschen was. Vor allen Dingen hier für so ein, ich nehme mal so ein Ding in der Hand hier. Mal gucken, ob ich den jetzt hier so kriege. Da kann ich ihn nehmen. So. Den und das Ding natürlich auch. Und jetzt gehen wir mal ganz hier vorne hin in Ruhe. Du mach mal hier, lauf mal rum, du. So. Jetzt gucken wir mal hinten, wo ist unser, da hinten ist unsere Markierung, unser Waypoint. Das ist ein bisschen schlecht zu sehen jetzt. Mal gucken, ob ich das irgendwie wieder besser in den Blick bekomme. Es war gerade besser zu sehen. Nein, nicht wirklich gut. Okay, also das ist eine der ganz wenigen Erhöhungen hier in der ganzen Gegend. Ihr seht, die ist sehr, sehr flach, die Gegend. Ich werde das natürlich jetzt mal ranzoomen, bitte das seht. Wenn ich diesen jetzt Dingens hier Waffen bei aller Mut mal angucke, ja, ist ja gut. So, ihr seht, da hinten ist also sozusagen unser Dorf. Das ist so also 600 Meter entfernt, wie ihr seht. Und wenn ich das richtig sehe, ist das das Gebüsch und der Baum dahinter und dahinter ist ja dieser Helikopter. Leider kann man nicht sehen, aber das macht ja nichts. Hier vorne sind auch noch ein paar und da werden wir uns also noch mit beschäftigen. Jetzt kommen wir also da hinten ist der Waypoint 588 Meter, fast 600 Meter. Ihr seht aber hier unsere Skala, die hat jetzt nur bis 5. Wir müssen also jetzt mal bis 6 gucken. Und da ist der Abstand von 4 bis 5. Und sagen wir, von 5 bis 6 ist ungefähr ein bisschen weniger also als von 4 bis 5. Also müssen wir mal gucken. Ich versuche jetzt mal einfach so ein Ding hier hinten hinzuschießen. Mal sehen, ob ich was treffe. Dazu gehe ich jetzt erstmal hier in Stellung, damit das also, ja, ist klar, dass man da wieder nichts sieht. So ein Mist, das ist also alles ein bisschen dünne, aber vielleicht, so, mal gucken, dazwischen durchgucken, ob wir das sehen können. Nein, mach er nicht. Der mag nicht liegen, der faule Hund hier. So, gut, nehmen wir die nochmal. Gucken da durch. Na gut, da müssen wir eben so versuchen. Einfach nur mal zu schauen, wie weit wir denn mit unserer Waffe da hinten hinkommen. Und folglicherweise mache ich jetzt mal einfach einen Probeschuss. So quasi hier hinten, sagen wir mal, in Richtung der Mauer. Aber ihr seht eben ein bisschen weiter
als die 5 ist. Ja, mal gucken. So, schauen wir mal. Na, also das Haus ist definitiv getroffen. Wenn es dann heile bleibt, ist gut. Na, das hat natürlich keinen Schaden bekommen, ist ein bisschen blöd. Aber das war jetzt sozusagen, wenn man so will, so ein Direktschuss. So ein Direktschuss, das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, man kann jetzt hingehen und natürlich auch anders schießen. Das habe ich natürlich hier keine, muss ich wieder eine neue Waffe nehmen oder neue Munition aufnehmen oder so. Jetzt machen wir mal die zweite Taktik und zwar haben wir natürlich die Richtung. Mal gucken, so weit wir nach oben können, wie wir können. Und dann verändern wir mal. Naja, also Taktik 1 hatten wir gerade, das ist das flache Feuer. Und zur Veranschaulichung jetzt hier nochmal die Variante 2, die wir jetzt probieren wollen, das heißt Steilfeuer. Das heißt, der Punkt, auf den wir treffen wollen, ist im Grunde derselbe, nur eben einmal direkte Sicht und einmal eben halt von oben runterkommt, wie eine Art Bombe, wenn man so will, ne? So, unser Spezi hat jetzt hier eine sehr steile Abschussposition. Das heißt, die Munition wird also nicht optimal weit fliegen. Dafür kommt sie quasi von oben nach unten geflogen. Das hat Vorteile. Nicht immer, man muss sich einschießen, wie man so schön sagt. Und ich zeige euch jetzt mal einfach die Wirkung. Ich schieße das Ding mal ab, mal sehen, ob wir erkennen können, wo es denn einschlägt. Da hinten ist ja so ein kleines Dorf. Also irgendwas hoffe ich ja mal zu treffen. Werden wir sehen. Zup, abgeschossen. Ne? Irgendwohin fliegt es jetzt, diese Richtung. Oh, mal gucken, ob man da was sehen kann. Nein, ich sehe gar nichts. Das ist eigentlich schade, außer ein paar Wespen, die hier rumfliegen oder sowas. Nein. Kein Einschlag zu sehen. So, machen wir nochmal so eine Geschichte. Und zwar haben wir ja jetzt die Entfernung nicht so ganz genau, weil wir wissen ja nur die Entfernung hier zu dem Dorf. Das haben wir in der Karte gesehen. Und manchmal weiß man ja auch nicht ganz genau, wo der Gegner ist. Und weil man das nicht ganz genau weiß, muss man sich ein bisschen behelfen, wie man eben die Position dann eben trotzdem versucht zu treffen. Das gilt vor allen Dingen im waldreichen Gebiet oder eben auch hinter solchen, sagen wir mal, Mauern, wo man das nicht ganz genau weiß. Dann ist natürlich klar, man trifft nicht immer den Gegner. Man muss dann mal 20, 30, 50, 70 Geschosse hinschießen. Aber das nennt man Zermürbungstaktik. Ja? Also im Sinne von, man schießt da immer mal wieder hin. Ja? Die wissen nie genau, wann einer einschlägt. Die wissen auch nie genau, ob einer einschlägt und wo sie einschlägt. Ich kann sie treffen oder auch nicht. Da kann der teure, Millionen teure Hubschrauber in die Luft fliegen oder auch nicht. Dann ist so ein Lottospiel irgendwo. Aber man kann sich bemühen, das Lottospiel zu Ungunsten des Gegners ausfallen zu lassen. Das will ich euch jetzt demonstrieren. Und zwar hier hinten ist so ein Helikopter, von dem wir natürlich nicht genau wissen, wie weit er weg ist, weil der parkt da mal hinter irgendwelche Büschen. Hier im Video habe ich natürlich so gemacht, dass man sehen kann. Ne? So, und wir wissen aber, da hinten ist ein Gebäude, sagen wir ungefähr, was haben wir, 560, 600 Meter entfernt. Jetzt wissen wir natürlich die Entfernung hier nicht. Die ist also, muss man halt schätzen. Ja? Jetzt gucken wir auf die Karte. Wir sehen aber hier hinten, da ist also von uns aus gesehen, da hinten Richtung Ende der Mauer und sagen wir mal geschätzterweise hier, sagen wir, in der Mitte von diesem Gebäude. Jetzt gucken wir uns mal an, ob wir da was in der Karte sehen, um die Entfernung so ein bisschen einschätzen zu können. So, klar ist, wir sind also hier, das ist unser Standort, hier ist dieses Gebäude, das ist dieser Punkt von 600 Meter Entfernung, aber der Heli wird jetzt ungefähr hier stehen. Also, wo haben wir hier? Von uns aus gesehen, auf der Linie hier, ne, hier rüber und dann aber, also, sag mal, der wird hier ungefähr stehen. Jetzt können wir natürlich in der Karte eine Markierung machen, genau an der Stelle. Das ist auch nicht auf Meter genau und auch nicht auf 10. Aber nochmal, wir reden hier über Zermürbungstaktik, die man benutzen kann, wenn man einen Gegner nicht unbedingt zielsicher treffen kann, aber man kann ihn, naja, verscheuchen, nerven, ärgern oder auch mal wirklich treffen, je nachdem. So, und genau das werden wir jetzt nämlich hier machen. Jetzt sehen wir mal hier hin, wir mal hinknien, damit der Junge hier ein bisschen besser zielen kann. So, ne, also jetzt ist er hier so, hat er sich jetzt gekniet oder nicht? Na doch, hat er genau. So, hat er sich gekniet. Gucken wir uns das ganze Ding mal an. Wo ist der Heli? Zup, ist er hinter den Büschen verschwunden, ne? Oder was? Wollen wir uns mal hinstellen, mal gucken. Wo ist der Heli? Da ist der Heli, ne? Ne, da hinten, ne? Mal gucken. So, also erstmal ist es so, guck mal da, das sind 480 Meter. Das ist quasi so, ne, nicht ganz 100 Meter weniger, aber es passt jetzt hier noch in unser Raster ein. Ne? So, jetzt knien wir uns mal hin, gucken wir, ob wir den dann noch sehen.
Ja, wir sehen, er hatte gerade nur nicht so. Also, wie gesagt, 500 Meter, so über den Daumen. Man sollte immer so ein bisschen drüber schießen. Ne? Es ist besser, als drunter zu schießen, weil dann landet die Rakete davor im Dreck und bringt jetzt nicht so viel. Und wenn man, also sagen wir mal, den genau unten am Standort an den Füßen trifft, dann wären das diese 480 Meter. Aber wenn man einen Tick drüber zielt, dann kann man auch den Range, der dahinter ist, mittreffen. Also, wenn man auf dem Boden weiterdenkt, kann man sagen, noch 20, 30 Meter weiter auf dem Boden auftreffen, aber eben der Heli ist dann immer noch in der Flugbahn. Das heißt, wir zielen so einen ganz, ganz kleinen Tick darüber, halten das Ding fest und gucken, dass wir die 500 Meter oben auf dem Rotor quasi haben und dass die Waffe in Ruhe abfliegt. So, jetzt gucken wir mal nach. Eigentlich sollen wir mal davon ausgehen, viel zu weit. Das war jetzt ein Satz mit X. Kommt vor. Aber wie gesagt, Zermürbungstaktik. So, und nochmal. Also wie gesagt, wir reden von Zermürbungstaktik und natürlich muss man nicht immer treffen, aber das ist ganz klar, man hat ja gesehen, das ist dahinter gelandet. Wir müssen uns einschießen, das ist auch Teil des Tutorials, wir müssen uns einschießen und gucken, wann trifft er denn. Also haben wir jetzt ein bisschen zu weit gerade geschossen, machen wir also doch ein bisschen weniger, denn der Heli scheint tatsächlich näher zu sein als hier hinten unsere Markierung. Ihr seht ja, die Markierung ist ja hier, wo die 5 die große jetzt ist, ne? Da ist die Markierung. Und der Heli scheint ja doch noch ein bisschen näher zu sein. Also gehen wir mal davon aus, vielleicht ist es dann 400 Meter und probieren mal damit. Also wir müssen uns, wie gesagt, damit beschäftigen, ein Ziel zu treffen, nicht auf den ersten Schuss, sondern Zermürbungstaktik ist was anderes. Okay, ja, mal gucken, dass er hier mal seine Hand ruhig hält und dann bei der 4 irgendwo da so, oben den Rotor und schauen wir mal, ob er jetzt einen abkriegt. Schauen wir mal, gucken. Jawohl, da hat es ihn geschnappelt. Also, das kann dem Gegner dann passieren. Oder man schießt nochmal daneben. Aber irgendwann schießt man nicht mehr daneben. Und ein Problem hat man natürlich. Man muss immer gucken, der Gegner sucht einen dann ja. Das heißt, man muss sich eine Stellung merken und dann immer mal wieder dahin gehen und dann aber abhauen. Und dann eine Viertelstunde später von der anderen Stelle, von der man sich einschießt. Also zwei der Stellen, von der man sich einschießt, wo man die Stellung genau kennt, wo man genau weiß, wie man schießen muss und immer besser wird. Und das macht man dann so über 1, 2, 3, 4, 5 Stunden verteilt. Ne? Immer wenn der dann da ist, geht es einen Knall. Ne? Also ihr seht, das ist eine schöne. Auch mal hier hinten hat er auch was. Hat er irgendwas getroffen? Guck mal, ich weiß ja, war das vorhin im Back oder was? Hat sich da hinten was in Brand gesetzt. Na gut. So, jetzt haben wir natürlich die Helikopter, die da hinten waren, aufgescheucht. Aber hier, das ist jetzt sozusagen unsere Wegmarkierung. Von diesen Felsen aus habe ich gerade diese Schüsse abgegeben. So würde man das jetzt quasi als Orientierungspunkt nehmen, um weitere Zielversuche zu machen zum Einschießen. Ja, ihr müsst so ein bisschen entschuldigen, das ist ein bisschen gecuttet jetzt, weil ich immer mehr wieder Versuche mache. Es klappt ja nicht immer. Und eine der wesentlichsten Dinge ist einfach, man muss Geduld haben. Ja, also als Heckenschütze, als Guerillakämpfer im Untergrund kann man sich nicht auf einen schnellen Erfolg einschießen. Man überwalzt und überrennt irgendeine Stellung. Das funktioniert nicht. Sondern man muss einfach Zeit haben. Viel Zeit. Und investieren. Die Politik der Nadelstiche ist auch eine militärische Komponente. Ja? Also nicht eine Politik der Nadelstiche, sondern auch militärische Operation der Nadelstiche. Zermürben, hatte ich schon mal gesagt. So, nochmal zum Maßstab der Karte. Also, wenn ihr das so habt, ist die Kantenlänge der eingezeichneten Quadrate 1 Kilometer. Und dann könnt ihr das ein bisschen ranzoomen, dann habt ihr kleinere Kästchen, die sind 100 Meter. Das heißt, ich kann jetzt aufgrund dieser Tatsache hier unten innerhalb der Karte feststellen, da mal hier das hier, das ist ja das Dorf. Und ich habe meine Stellung hier oben auf den Hügel verlegt. Das ist das Dorf. Das haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen entfernt. Aber das ist jetzt diagonal. Diagonal heißt, dann ist das jetzt nicht 100 Meter, sondern 140 Meter. Ja, also das haben wir jetzt mal 5 gesagt. 5 mal 140 Meter kann ich ganz schlecht rechnen. 5 mal 100 sind 500. Richtig. 5 mal 0,4 ist 2. Also 700 Meter. Das heißt also, unser Dorf ist jetzt quasi von hier aus 700 Meter entfernt. Ist auch wieder außerhalb der Range von unserem Zielfernrohr. Ja? Also das ist dann eben so. Aber diese Richtung hier, diese Richtung hier,
Die ist, wo ist das Dorf? Da, nee, das ist die falsche, da ist das Dorf. Da ist das. Das sind 700 Meter. Ne? Und jetzt können wir noch mal versuchen, das machen wir noch mal hier, gehen wir mal in die Hocke, damit der Junge auch ordentlich ruhig bleibt beim Schießen. Und dann nehmen wir mal dieses orangene Ding da als Gros hier, dieses Baldachin-Dach oder was auch immer das ist. Das wären ja 500 Meter. Jetzt machen wir mal 600 Meter und 700 Meter raus und schießen mal einfach. Mal schauen wir mal, wie sich das da hinten entwickelt. Da passiert jetzt erstmal gar nichts, aber ihr seht, mitten im Dorf. Irgendwo random, ein bisschen random natürlich, aber im Dorf. Alles geschnackelt. Ne? Und wenn man das jetzt 20, 30 Mal macht, immer mal wieder, dann ist das für die Teilnehmer ein bisschen nervig. Ne? Weil, wenn die Krieg führen wollen und die machen dann Krieg so und kriegen einen Gegner, der so drauf ist, ja, dann ist das für die also an irgendeiner Stelle ein bisschen komisch. Ne? Mal gucken, ob wir jetzt hier Inventar kriegen. Genau, hier müssen wir jetzt mal uns ein paar Raketen besorgen. Dann machen wir da unsere Taktik. Ja, ist ja gut. Lad du mal schön und dann werden wir unser Dörfchen wieder ins Visier nehmen. Jetzt hatten wir das gerade mit den 500 Meter, 600, 700. Jetzt machen wir das gleiche nochmal, aber ein bisschen daneben. Oh, mal gucken, ne? Das ist sozusagen diese sogenannte Zermürbungstaktik. Jetzt hat er da gar nichts getroffen. Ist wahrscheinlich drüber weg, keine Ahnung. Kann ich nicht. Ah, dahinter ist es. Seht ihr, dahinter ist was explodiert, ne? Ne? Also, das ist. Man kann das also auch ganz gezielt gestreut machen, ne? Also das ist auch, geht auch, ne? Also kann man jetzt wieder nur eine neue nehmen. Inventar. Ja, noch mal eine hier. Schwupps. Und noch mal einmal gucken. Wo ist das Dorf? Da haben wir das Dörfchen. Ja, mal gucken. Sagen wir noch mal, also jetzt haben wir ein bisschen zu weit geschossen. Wie gesagt, man muss sich einschießen. Jetzt werden wir den mal was beruhigen und mal ganz bewusst die 500 Meter. Aber 700, 600, machen wir mal ein bisschen davor. Oh, mal gucken. Ja, so, mal sehen, da müsste sich ja jetzt dann gleich, da seht ihr, mitten im Geschehen, ja. Also, das kann auch der Heli sein, den ich da vorhin mal hingesetzt habe. Ich habe keine Ahnung. Also, der hat sich etwas gut explodiert. Und so kann man das weitermachen. Ja. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachprobieren. Vielleicht habt ihr bessere Möglichkeiten, das zu simulieren, als ich die hier gefunden habe in dem Spiel. Ich gehe jetzt nochmal auf den Real-Server und also da, wo ich immer im Augenblick spiele. Das ist eine ganz nette Community, auch wenn es da ein bisschen ein paar Pfeifen gibt, aber es ist überall. Und ja, bis dann, also like den Video natürlich, wenn er das gut findet oder zumindest den Gedanken. Vor allem unten in die Kommentare reinschreiben, ne, wenn er was besser wisst. Ich bin im Grunde genommen Anfänger, ich mache dieses Tutorial deswegen, um es mir selber beizubringen und euch zu zeigen, auf welche Gedanken man kommen kann. Und ansonsten natürlich Kanal abonnieren ist klar, ne? Und ansonsten spielt schön und wenig Gewalt bitte. Wenig Gewalt. Nur wenn andere Idioten einen angreifen. Bis dann erstmal.